Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Dungeon Dragons Online mit mir Nerestro, meinem Charakter Nerestro und unserem stetigen Begleiter Sesul. Heute nehmen wir die Quest Free Delera an, beziehungsweise wir machen sie. Und ihr seht hier bereits das Bild eines dämlichen Light Rail schießenden Etwas. Das mag natürlich jeder Necromancer ganz, ganz gerne. Und ab geht die Post. Nun gut. Wenn wir hier rüber springen, dann können wir schon mal die Skeleton-Typen machen, bevor irgendwas passiert. Und wann fällt dieser Typ endlich tot um? Und das meine ich mit Skeletten, die immer mal wieder runterspringen und so, dann liegen sie da unten und es ist relativ nervig. Okay, tot ist der eine. Und hier haben wir eine Chest. Und hier hinten haben wir eine Tür, die gelockt ist, die wir allerdings picken können. Und hier haben wir ein nicht von dieser Seite offenbares Tor. Das heißt, wir müssen an diese Stelle nochmal später in der Quest hin. Okay, der letzte Arkus ist auch endlich mal gestorben und wir können hier so weitergehen. Das ist doch mal lustig. Wall of Fire und lassen wir sie alle brennen. Brennen sollen sie. Und damit sind sie alle tot. Und weitere dämliche Skelett-Narkus. Und hier haben wir das erste Soul-Lock. A bright flame flares upwards as the first Soul-Lock is open. Okay. Wenn wir sie dann alle an einer Stelle sammeln könnten, dann könnte man auch Walls of Fire legen und sich darüber freuen. Wie ihr seht, die Skelette sterben an dieser Stelle recht schnell. Der Soul-Lock Guardian ist auch schon gestorben. Und wenn der letzte tot ist, wo ist der letzte? Letzter Minion. Bist du der letzte? Dann geht hier diese nette Tür auf. Und was finden wir hinter dieser Tür? Einen Restschrein. Und hier haben wir einen Lever. Dieser Lever lässt uns in der Quest advancen. Und wir haben wieder volle Spellpoints und weiter geht's. Den Lever, den wir an der Wand gemacht haben, hat diese Tür hier drüben geöffnet. Das, was wir eben auch schon vorher gesehen haben. Was hier ein bisschen schade ist, dass man die Skelette kaum erreichen kann, außer man hat einen wirklich guten Jump-Wert. Und weiter geht's zum nächsten Raum, der wieder durch eine Biegung, wieder durch eine Tür und wieder mit einem Soul-Lock begleitet wird. Wenn wir hier am Rand entlang gehen, sehen wir, wer hätte es gedacht, viele, viele Treppen. Und wenn wir hier entlang gehen, dann geht diese Tür zu und so, aber wir können natürlich hier auch einfach runterspringen. Okay, Ghostly Skeletons, kommt alle her! Wo ist dieser dämliche Soul-Lock Guardian? Da ist er ja. Soul-Lock Guardian, stirb. Hallo, Soul-Lock Guardian. Ha, da ist er. Und tot wäre er. Wie ihr seht, jedes Mal, wenn ein Skelett stirbt, geht der entsprechende Energie-Button, Feld, sonst was dahinter an. So kann man praktisch noch sehen, wer eigentlich noch am Leben ist. Wir müssen an dieser Stelle hier wieder raus und dort wieder hoch. Und wie ihr seht, ist nun dieses Teil hier aufgegangen. Denn
In jedem Sarkophag ist dieses Ding hier an. Auch hier haben wir wieder eine kleine Biegung mit anschließend ein, zwei Sarkophägen, ein, zwei mehr Sarkophägen. Mit entsprechend dazugehörigen Gegnern. Und einer weiteren Tür hinter einem weiteren Lever. Auch hier kann man natürlich am Rand entlang laufen und alles zerstören, was es so an Breakables gibt. Oh, und falls es euch noch nicht aufgefallen ist, das hier ist die Tür, wo wir vorhin durchgekommen sind. Das heißt, wir können hier das Zeug aufmachen und Leute, die jetzt noch in die Quest kommen würden, hier einfach durchlassen. Und ich bin der Meinung, dass alle mir hinterher tackeln dürften, sollten und ich irgendein Energy Vortex oder sowas in die Richtung bereits haben sollte, damit das Ganze hier ein bisschen schneller gehen würde. Man kann natürlich auch einfach darauf warten, dass alle Ghostly Skeletons irgendwo runterfallen und einfach so sterben. Und damit sind auch diese Ghostly Skeletons tot. Wir können uns um den letzten Arkus kümmern und wenn dieser tot ist, hier runterspringen und das Solok öffnen. Wie ihr seht, wir haben noch ein paar weitere. Okay, los geht's. Auch diese Gegner sollten vergleichsweise schnell sterben. Ich sollte mich vielleicht ab und zu auch heilen durch meine Death Aura. Und jetzt geht es bloß noch um die dämlichen Skeletal Archer-Typen. Und hier hinten haben wir noch zwei Sarkophäge. Einer der beiden Räume war mit einem Restschein versehen, wie ihr seht, der hier und einem weiteren Lever, der die Tür dahinter öffnet. Allerdings, nachdem ich noch ein paar Spellpoints habe, werde ich hier noch kurz vorgehen, denn wie wohl erwartet, werden auch hier wieder weitere Gegner spawnen. Wie ihr seht, ihr solltet vielleicht ein bisschen Ausschau nach diesen grünen Laternen halten, die diese Dinger um sich rum haben, oder diesen grünen Lichtscheinen und ja... Zauberer, böse, ouch, wenn ihr von Zaubern getroffen werdet. Nun gut, nachdem wir nicht von Zaubern getroffen wurden oder alle evaded haben oder uns sonst eigentlich Zauber in diesem ganzen Spiel bisher relativ egal waren, einfach zum Restschrein und danach resten. Und weiter geht's mit den letzten beiden Soul-Locks. Warum wirkt das irgendwie so tödlich? Nein, keine Trap. Das ist unerwartet. Normalerweise sind hier immer Traps. Beziehungsweise in solchen Passagen sind häufig Traps. Warum ist jetzt hier die Tür zugegangen? Gut. Weil wir ein Gitter hoch und runter lassen können. Und es eine andere Tür ist, die wir anwählen können. Weil... Reasons und Excitement. Und jetzt haben wir einen Yellow Dungeon Alert, das heißt, wir stellen uns mal hin, wo die meisten Gegner sind, legen eine Wall of Fire hin und freuen uns, wenn gleich alles stirbt. Und fragen uns, wieso nicht, wenn nicht alles stirbt. Und der Solok Guardian muss irgendeinem von uns hinterher, ohne dass wir es merken, ohne dass wir ihn bisher gesehen haben. Ah, da ist er. Warum ist er jedes Mal wieder verschwunden? Wo ist er? Ach, er ist da oben.
Das ist natürlich auch ein Grund. Also gehen wir hier rum. Gehen hier rüber. Schlürfen ein Displacement Potion. Und machen dann dieses Ding hier an. You hear the whispers of a faint female voice as the fourth seal is opened. Ghostly Skeletons kommt in die Wall of Fire. Wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, solltet ihr ein Caster sein, könnt ihr hier in 90% der Fälle tatsächlich einfach durchrennen und am Ende eine Wall of Fire schmeißen, vielleicht ein paar mehr, damit alle Gegner sterben, ihr an entsprechenden Stellen weiterkommt und danach einfach wieder, ja, woanders hingehen, einfach weitergehen, vielleicht ab und zu resten. Apropos resten, so sollte man es mal benötigen. Okay. Weiß schon, ob ich damit beide krieg? Krieg ich damit beide? Nein, ich krieg damit keinen. Ich bin ein Genie. Okay. Und wenn der dann auch alle tot sind, reste ich einfach mal, um die schon sehr spärlichen Spellpoints wieder aufzufüllen, um dann zum finalen Solo zu gehen. Okay, wir haben gerestet, haben wieder volle Spellpoints, können weitermachen und ja, alles ist toll, alles ist gut. Und dieser Typ hier lebt ja immer noch. Und hier sind schon wieder Viecher respawned, als könnten die es nicht abwarten, irgendwie zu sterben. Nun gut, hier hinten haben wir diese Tür hier geöffnet, also können wir hier auch weitergehen. Irgendwas hat mich gerade angegriffen, leider weiß ich nicht was und habe auch keine Lust herauszufinden, was es war. Jetzt geht's kaputt. Und hier haben wir einen weiteren Lever. Out of range. Ja klar, ich stehe direkt davor. Ah, ein einzelner Ghostly Skeleton. Das war wahrscheinlich der von vorhin. Normalerweise, wenn ihr die Sachen zerstört, kommen Gegner. Wenn ihr hier vorlauft, fliegen Pfeile, die die Dinger zerstören. Aber wir wollen ja sowieso alles zerstören, um möglichst viel Breakable-Bonus mitzukriegen. Und darum, let's smash! Ist ja nicht so, als müsste man sich hier für irgendwas fürchten. Und damit sind hier schon einige wieder tot. Auf der anderen Seite einfach mal auch ein bisschen smashen. Ein paar mehr Ghostly Skeletons. Und alle sind tot. Das heißt, wir können hier weitergehen. Soul Lock. The last Soul Lock. Und jetzt müssen wir Delara Omaran slayen. Das heißt, wenn wir uns alle irgendwo hinstellen und dann den Concentration Check verkacken.
Und so wie wir die KI in diesem Spiel kennen, Vault of Fire existieren für sie nicht. Sie versuchen nicht, sich in Sicherheit zu bringen. Das heißt, wir haben natürlich äußerst gute Chancen, Delara hier tatsächlich auch mal zu töten. Bis auf das, dass sie verdammt mies viele Leben hat und dadurch vielleicht die erste Wall of Fire nicht wirklich zum Erfolg führt, außer sie crittet wie gerade eben. Und dann haben wir die Quest auch schon geschafft. Insofern, man kann hier noch zu Delara gehen und mit ihr reden. Die XP hat man ja schon gekriegt. Und hey, du bist frei und so weiter und so fort. Und ja, es gibt hier noch die entsprechende Chest dafür und hier außen wäre dann der Ausgang. Insofern, man sieht sich, bis zum nächsten Mal.